Hallo, liebe Dampfer. Gestern war ja auf RTL ein kurzer 20-Sekünder, wo sie behauptet haben, dass das Dampfen zu Marihuana-Konsum führt. Das beruht ursprünglich auf einem bisschen längeren CNN-Artikel. Der ist unten verlinkt, genauso wie dann die Originalstudie, auf den der CNN-Artikel beruht. So. Kleiner Tipp zu dem CNN-Artikel, kann theoretisch sein, dass euch das Geoblocking Probleme bereitet. Probiert es dann mit einem VPN oder einem Proxy, dann kommt ihr eigentlich drauf. Zuallererst muss man mal schauen, dass USA nicht mit Deutschland vergleichbar ist. Deren Jugendschutz ist viel lascher als unserer. Man bekommt da E-Zigaretten relativ einfach, bei uns erst ab 18. Auch wurden nur kalifornische Jugendliche befragt und in Kalifornien wurde ja Anfang des Jahres das Marihuana legalisiert. Und selbst davor war es kein Problem, das zu bekommen, weil ja, Mexiko war um die Ecke. Mexiko ist einer der größten Marihuana-Produzenten. So, um jetzt einmal auf die Studie einzugehen. Da habe ich ja logischer Probleme mit den Voraussetzungen, mit den Eckdaten oder den grundlegenden Annahmen. Weil da wird einfach pauschal angenommen, dass Zigarettengebrauch zwangsläufig zum Marihuana-Konsum führt. Jeder Kiffer wird euch bestätigen, beziehungsweise ich kenne Kiffer, die haben weder geraucht, ich kenne Raucher, die haben weder gekifft. Dann gehen wir mal in die Studie selbst. Combustible cigarette smoking is associated with the initiation of marijuana use, earlier onset of marijuana use, one rapid escalation in use and the development of nicotine and cannabis dependence. The adverse health consequences of cigarette smoking and marijuana use have been documented. Ich übersetze es euch. Zigarettenrauchen steht im Zusammenhang mit der Einführung oder dem Starten von Marihuana, früherem Einsatz von Marihuana, schnellerer Eskalation bei der Anwendung, also Steigerung und der Entwicklung von Nikotin- und Cannabisabhängigkeit. Die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens und die Verwendung von Marihuana wurden dokumentiert. Ja, Nikotinabhängigkeit wissen wir alle selber. Cannabisabhängigkeit, ich glaube, jeder Kiffer sagt, er kann leichter zum Kiffen aufhören, wie zum Rauchen. Und ja, es gibt halt letztendlich auch schon wieder, weil die sprechen da einen Gateway-Effekt an, es gibt keinen Gateway-Effekt. Auch ist in dem CNN-Artikel ein Video verlinkt, über einen Bericht eines 12-jährigen suspendierten Jugendlichen, von der Schule suspendiert, der Juul gewaped hat. Und der sagt selber, ihm schmeckt das Rauchen nicht und er hat auch keine Lust auf Marihuana. So, wäre aber ideal eigentlich circa für die Studie. Gut, der ist nur 2 Jahre zu jung, aber die Studie war bei 14-Jährigen, haben die gestartet. Ja, toll. Und der sagt, ja, er hat keine Lust drauf. Also widerlegt er die Studie alleine schon. So, gehen wir mal weiter. Although adolescent cigarette smoking has declined significantly over the past decade, approximately one-third of US adolescents report currently using at least one tobacco product, an increase of 35% since 2011. This increase is attributable to the use of alternative nicotine delivery products, such as electronic cigarettes, e-cigarettes and hookah. More than 11% of high school students currently use e-cigarettes. An estimated 5 to 11 currently smoke hookah. Ich übersetze wieder. Obwohl das Rauchen von Jugendlichen in den letzten 10 Jahren deutlich zurückgegangen ist, berichten etwa ein Drittel der US-amerikanischen Jugendlichen, dass sie derzeitig mindestens ein Tabakerzeugnis verwenden. Ein Anstieg von 35% seit 2011.
Dieser Anstieg ist auf die Verwendung alternativer Nikotinabgabe zurückzuführen. Produkte wie elektronische Zigaretten und Shisha. Mehr als 11% der Schüler verwendeten derzeit die Zigaretten und schätzungsweise 5 bis 11% rauchen derzeit die Shisha. Also sagen die letztendlich ja, dass nicht die Zahl der Jugendlichen Raucher abgenommen hätte, sondern dass sie einfach nur umgestiegen sind. Eigentlich ein Bullshit. Kompletter Bullshit. Vor allen Dingen ja, setzen sie wieder Tabakerzeugnis. Tabakerzeugnis. Wir sind kein Tabakerzeugnis. Und ja, die ursprüngliche Ziel dieser Studie sollte anscheinend sein, Empfehlungen für die Drogenpolitik zu geben und ob Shisha oder E-Zigaretten Marihuana-Gebrauch begünstigen. Es waren insgesamt 2668 Jugendliche im Alter von 14 Jahren, die an 10 Highschools befragt wurden. Im Abstand von ca. 6 Monaten war dann eine Folgebefragung. Letztendlich lief es so ab, bei der ersten Befragung wurde gefragt, so, benutzt ihr irgendeine Zigaretten, benutzt ihr E-Zigaretten, benutzt ihr Wasserpfeife und wie schaut es aus bei eurem Marihuana-Konsum, esst ihr es, wiped ihr es, raucht ihr es, so, und in den Folgebefragungen wurde nur noch nach den Marihuana Gebrauch gefragt. Also ja, ganz komisch. Also muss ich wirklich so sagen, ja. So, und dann kommen wir eigentlich mal zu der Methode und das ist jetzt ganz interessant, weil auch wichtig. School level clustering was recorded to the district level and entered as a fixed effect because of the low prevalence of current Marihuana vaping at one of the participating schools. Also übersetzt hast du es so viel, die Clusterbildung auf Schulebene wurde auf die Distriktebene umgeschrieben und als feste Wirkung eingetragen, da an einer der teilnehmenden Schulen zu wenig Marihuana im Umlauf war. Wie bitte? Also letztendlich, da dann sieht man mal die Probleme von so einer Befragung, können ja durch Erwachsene, zum Beispiel Lehrer, Eltern, kann ja da durchaus Druck ausgeübt werden und sage jetzt mal die Wahrheit ein bisschen verdreht werden, damit man halt besser dasteht. Dass zum Beispiel die Lehrer halt sagen, ihr kreuzt jetzt das Marihuana nicht an. So, aber dann sind es letztendlich nicht verwertbare Daten. Dann braucht man nicht irgendwo so auswürfeln, ja, jetzt nehmen wir die schon noch rein, weil, ja, wir rechnen es halt einfach mal auf Mittelwert hoch. Ja, wird schon passen. Das ist komplette Statistikfälschung. Weil, ich gebe jetzt mal ein komplett Beispiel, was ich letztendlich, ich finde seine Befragung nicht wirklich zielgerichtet und eine wirklich aussagekräftig. Weil, ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Dass sie nicht reproduzierbar sind und leicht gefälscht oder sogar Meinungsbilden eingefärbt sind, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ich nehme jetzt mal, eine Umfrage, gehe in die Fußgängerzone und frage 100 Leute, muss Merkel weg? Frage bei CDU-Anhängern, verneinen sie es, quer durch die Bank. Frage bei AfD-Anhängern, sagen fast alle, Merkel muss weg. So. Das heißt, natürlich, je nach Auswahl der Zielgruppe, kann man da Meinungen beeinflussen. Und das sieht man ja regelmäßig auch bei den Wahlhochrechnungen. Das typische Beispiel war jetzt die USA. Kurz vor der Wahl hat immer nur Hillary Clinton als Wahlsieger ausgeschaut. Und was haben wir jetzt? Als Präsident Trump. Super. So, also letztendlich ja. Das ist halt ein bisschen schwierig. So, die Studie ist halt letztendlich dann
im Laufe der Studie ist er dann nicht mehr überprüft worden, ob sie die Raucherzahlen oder die Dampfer oder die Shisha-Nutzerzahlen verändert worden. Es wurde letztendlich nur gefragt, ja, habt ihr es mal Marihuana gebraucht innerhalb der letzten 6 Monate, habt ihr es innerhalb der letzten 3 Monate Marihuana konsumiert? Ja, bei den ursprünglichen Zahlen hatten die Dampfer- und Shisha-Nutzer circa die gleichen Werte. Die Raucher hatten überproportional hohe. So, dann behaupten aber die Autoren, was ich leider nicht verifizieren kann, dass bei Doppelnutzung die Schüler 3,5 Mal so häufig zu Marihuana griffen im Verlauf der Studie. Nur leider, ja, dadurch, dass sie die Zahlen nicht weiter in den Folgemonaten ausgeführt haben, kann ich das nicht verifizieren. Ich zitiere genau den Part aus der Studie. For each additional tobacco product used at baseline, adolescent had 3.5 times greater odds of initiating marijuana use at last 24 months and 3.4 times greater odds of current using marijuana. Nochmal übersetzt, für jedes zusätzliche Tabakprodukt, das zu Studienbeginn verwendet wurde, hatten Jugendliche eine 3,5 mal häufigere Wahrscheinlichkeit, Marihuana in den letzten 24 Monaten zu konsumieren und 3,4 mal häufiger aktuell Marihuana zu konsumieren. Diesen Kernsatz hat RTL übernommen. Gehen wir mal weiter. In the current study, we offer new evidence for a prospective relationship between adolescent e-cigarettes and hookah use at the risk of initiating and currently using marijuana. E-cigarettes and hookah use at age of 14 was associated with a 3.6 to 4-fold increase in the odds of initiating and currently using marijuana 2 years later. So, in der aktuellen Studie bieten wir neue Belege für eine prospektive Beziehung zwischen der Verwendung von Jugendlichen bei einer E-Zigarette und der Verwendung von Shishas und dem Risiko Marihuana zu benutzen oder zu verwenden. Die Wahrscheinlichkeit von E-Zigaretten und Wasserpfeifen im Alter von 14 Jahren war mit einem 3,6- bis 4-fachen Anstieg der Wahrscheinlichkeit verbunden, Marihuana 2 Jahre später zu starten oder zu verwenden. Und damals mal wieder. Verdammt nochmal. Das sind 14-jährige Kinder. Die probieren aus. Die wollen sich von den Erwachsenen abgrenzen. Zwischen 12, vergesst mal, und 17 probieren die jeden Schmarrn aus. Man kann aber da letztendlich keine Ableitung rausleiten. Darf man eigentlich auch nicht. Wenn man die Studie, sage ich jetzt mal, bei 25-Jährigen ausmachen, okay, dann hätte man vielleicht eine Aussagekraft, aber doch nicht bei den Kindern. So, aber man macht natürlich die Studie, damit man sagen kann, oh, schützt doch die Kinder, aber die Kinder, ja bloß, passt auf die Kinder, die Kinder, oh, die Kinder. Oh mein Gott. Die lassen halt einfach komplett außer Acht, dass die weder gefestigt sind, nur sie irgendwo ausprobiert haben. Die sind einfach in einem Probieralter. So. So eine Studie muss aber eigentlich, wenn man schaut, ja, Start, Ende, in einem Probierzeitalter, muss es zu dem Ergebnis kommen, das wir hier vorliegen haben. Dass einfach die ausprobiert haben. Letztendlich ist es Fake Science, weil die Studie letztendlich das Ergebnis stand schon vorher fest. So, dann schreiben sie weiter, an environment characterized by peer use, easier access and shared preparations of reduced risk increased the likelihood that e-cigarettes, hookah and ultimately marijuana will be used. Und Übersetzung, die Umgebung, die durch gleichaltrige, leichteren Zugang und gemeinsame Wahrnehmung von reduziertem Risiko gekennzeichnet ist,
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass E-Zigaretten, Wasserpfeifen und letztendlich Marihuana verwendet wird. 14-Jährige können Risiken nicht einschätzen. Also, ja. Und letztendlich, ja, da. So, und dann setzen sie natürlich am Ende nur schön die Gateway-Theorie daher, dass es automatisch zu Marihuana führt. Super. So, ich nehme jetzt mal die ursprüngliche Gateway-Theorie, die besagte, Marihuana führt zu Heroin. Okay, dann hätten wir fangen mit dem Dampfen an, dann geht es zu Marihuana, ja, und irgendwann spritzt sie Heroin. Super. Der letzte Punkt wurde zwar schon widerlegt, aber das wird hier auch passieren, aber ja, das hört sich einfach gut an. Gateway. Das lieben einfach die Sozialforscher. Dann behaupten sie noch, dass Nikotin schuld sei am Marihuana-Konsum. Tja, wenn ich mir da aber die Zahlen anschaue, haben mehr gekifft, als sie überhaupt geraucht, gedampft oder Shisha benutzt haben. Also es gibt mehr Kiffer als wie alle drei anderen Sachen zusammen. Wie kann dann das Dampfen zu Marihuana-Konsum führen? Vielleicht umgekehrt, ja, aber nicht so rum. Ja, Marihuana und Nikotin sollen natürlich abhängig machen. Klar, typisch. Abschließend plädieren sie nur für einen stärkeren Jugendschutz. Gut, das kann man als einziges nur irgendwo gelten lassen. Aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass die Daten so speziell sind, lässt sich eben aus der Studie nicht, wie RTL vermutet, dass er auf Deutschland ummünzen. In Kalifornien bekommt man ganz legal Marihuana, mittlerweile bei uns nicht. Ebenso kommen die Jugendlichen viel einfacher an die ganzen Vape-Sachen. Hier nicht, hier bei uns funktioniert der Jugendschutz. Aber ja, das interessiert halt RTL nicht. So, die lesen zwei Zeilen. Ach, da können wir ja einen 20 Sekunden draus machen, juhu! RTL, vergiss es. Aber in dem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen. So long and wave on.